Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt wieder super Neuigkeiten und zwar zum einen hat Tesla diese Klimabedienung aktualisiert. Da ist ein Bild geleakt worden, über das möchte ich mit euch sprechen und dann gibt es ein Update der App, im Moment noch nur für iOS, Android wird aber definitiv folgen und bei diesem Update wird Folgendes passieren: Wenn ihr die Tesla-App öffnet, wird euer Auto nicht mehr aufgeweckt, das heißt der Verbrauch im Standby, sagen wir mal, wird dadurch mit Sicherheit deutlich reduziert. So, und das mit der App möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen und zwar an meinem Handy. Ja, dazu mache ich das mal schnell auf. So, Moment. Starten. So, und wenn ich hier am Handy, also ich persönlich nutze das Handy-Widget, das heißt, wenn ich hier jetzt mal eins der beiden Autos anklicke und öffne, jetzt zum Beispiel hier oben meinen, dann würde mit diesem Anklicken das Auto bereits aufgeweckt, wenn es im Tiefschlaf ist. Jetzt gerade sitze ich in meinem Auto, ich bin hier gerade unterwegs zum Einkaufen, deshalb ist das Auto ja bereits wach, aber wenn es schläft und ich klicke dieses Widget an, dann wecke ich es aus dem Tiefschlaf auf. Und ich habe natürlich zwei Autos bei mir drin und beim zweiten Auto ist genau das Gleiche. Ich klicke es an, weil ich irgendwas nachschauen will, zum Beispiel den Akkustand oder sonstiges. Ich sehe es zwar auch im Widget jetzt in meinem Fall, aber das muss ja nicht unbedingt so sein. Vor allen Dingen habe ich es nämlich ganz aktuell. Also wenn ich es hier öffne, habe ich es dann praktisch brandaktuell und sehe, jawohl, hier 41%. Aber das tiefschlafende Auto wird dadurch geweckt, fährt sozusagen hoch, ist nicht mehr ganz entspannt und ruhig. Und das hat im Endeffekt zur Folge, dass ich einen erhöhten Standby-Verbrauch habe. Und diesen Standby-Verbrauch, den sehe ich dann auch hier in meiner Anzeige. Wenn ich nämlich hier auf Parken gehe und dann die Standby-Verbräuche anschaue, seit dem letzten Mal laden beispielsweise, dann sehe ich hier die mobile App mit 0,5, also wie viel ich verbraucht habe, wie oft ich das Fahrzeug quasi aufgeweckt habe über diese mobile App. Ja, und das wird sich dann deutlich reduzieren, denn wenn ich jetzt die App aufmache und mein Auto anschaue, wecke ich das Auto nicht mehr auf, nur wenn ich quasi einen Befehl gebe, wie zum Beispiel starte die Klimatisierung oder die Vorklimatisierung von der Batterie oder irgendwas, ja, dann wecke ich das Auto damit auf. Finde ich hervorragend, sollte also den Verbrauch reduzieren im Standby und damit letzten Endes sich positiv auch auf die Reichweite auswirken. Das ist doch mal hervorragend, oder? Finde ich sehr gut. Ich habe schon ein paar Videos gemacht zum Standby-Verbrauch meines Fahrzeuges, die ja teilweise nicht ganz unerheblich waren. Und auch mal ganz kurz zusammengefasst, diese Position hier unten, Fahrzeug-Standby, ist dann eine der erheblichsten Positionen aller Regel, es sei denn, man nutzt den Wächtermodus. Der braucht natürlich in der Regel noch mehr Strom. Da kommt übrigens noch ein Update zum Wächtermodus. Gell? Da ist Elon Musk uns noch was schuldig. Die wollten den Verbrauch des Wächtermodus, ich glaube, halbieren oder irgend sowas. Aber da fehlt noch was. Und ja, der Fahrzeug-Standby-Verbrauch hier, der in der Regel dann oftmals ganz gerne auch sehr hoch ist, haben wir vor allen Dingen im Sommer. Da ist es nämlich so, dass wenn wir mit der Klimaanlage fahren und das Fahrzeug danach abschalten, bei heißen Temperaturen, dass dann nachgelüftet wird für Kühlung von Akku und vor allen Dingen, um den Kondensator zu trocknen, also die Klimaanlage zu trocknen sozusagen. Ja, das verbraucht dann den Standby oder erhöht den Standby-Verbrauch. Ich glaube, der läuft 20 Minuten oder bis zu einer halben Stunde nach. Ich kann es euch nicht genau sagen. Oder eine Viertelstunde, irgendwo da in dem Bereich. Und verbraucht dann natürlich erheblich Strom. Gut, ja, und jetzt eine Sache, über die ich mich auch freue, diese neue Klimabedienung. Und zwar habe ich ja schon mal bemängelt, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste man diese Bedienung, die ich an sich sehr gut finde, noch ein bisschen vereinfachen, vor allen Dingen was hinten angeht. Ja? Wenn ich jetzt hinten die Lüftung anmachen will, dann muss ich da klicken, dann muss ich wieder da klicken, dann muss ich vielleicht wieder nach vorne klicken, weil ich vorne noch was steuern möchte. Und dann mache ich es wieder klein oder warte, bis das ganze Ding weggeht. Es sind also relativ viele Klicks. Und da habe ich gesagt, hätte ich das irgendwie gerne mit weniger Klicks, vielleicht hier so ein Short Cut-Button, wo ich sage, hinten Lüftung an oder hinten Lüftung aus, ja, irgendwas in diese Richtung. So, jetzt ist ein Bild geleakt worden im Internet, das schon die Runde macht, das blende ich euch gleich ein. Und bei diesem Bild ist es also so, dass die neue Klimabedienung dargestellt wird oder gezeigt wird. Und jetzt schauen wir uns das mal schnell an. Ich bin also gar nicht so ganz restlos davon begeistert, muss ich sagen. Hier wird also zwischen Front und Rear, also zwischen vorne und hinten, oben in der Mitte unterschieden. Ich gehe davon aus, dass wenn man auf Rear drückt, dass sich ein weiteres Menü öffnet. Das sehen wir noch nicht so ganz genau. Wir sehen aber, über dem Front und Rear haben wir noch so eine Menüleiste. Da steht Off, Keep, Dog und Camp Modus. Das ist also hier irgendwie nach oben gewandert von rechts. Hier haben wir es ja noch rechts sozusagen. Ich finde das eigentlich gut. Also ich bin noch nicht so restlos begeistert und angetan mit dieser neuen Menüführung, weil mir gefällt das hier schon recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das ist ansonsten. Aber ja, so ist es halt. Die Sitzheizung ist dann unten links. Die haben wir hier weiterhin auch unten links. Dieser Auto-Button, den wir hier haben, der wandert irgendwie nach oben. Also es ist noch alles ein bisschen wirr, muss ich sagen.
die Sitzheizung rechts haben wir da. Was mit der Sitzbelüftung ist, zum Beispiel beim Model 3 Highland, Model S, Model X, weiß ich nicht, wo die Sitzbelüftung sein soll. Die sehen wir hier noch nicht. Ja, oben rechts haben wir so ein Schedule-Menü. Das heißt, da können wir offensichtlich Zeitplanung einstellen. Ich bin sehr gespannt, was es wird. Es sieht auf jeden Fall so aus. Oh, schaut euch das an. Hier blitzt wunderbar die Sonne durch, Freunde. Glaubt man gar nicht, dass es in Deutschland noch Sommer wird. Jedenfalls, ich bin noch nicht so ganz angetan. Also das, was ich mir erhofft habe, kann ich hier jetzt noch nicht erkennen bei dem, was aktuell geleakt wurde. Ob dieser Leak auch echt ist, ist ein bisschen die Frage aktuell. Aber es scheint mit dem 2024.26.1, wo wir momentan stehen, zu kommen. Und das Update scheint auch schon bald ausgerollt zu werden. Ungefähr knapp 1% der Flotte hat es wohl schon bekommen. Also noch sind wir quasi im engeren Bereich bei Tesla. Aber so wie es aussieht, steht quasi der breite Ausroll doch kurz bevor. Ich habe ja gesagt, ich rechne Ende Juli damit, dass ich es bekomme. Jetzt haben wir den 18. Ich hoffe, dass ich das Video auch heute am 18. noch rausbringen kann. Ich werde es heute am Abend oder in der Nacht noch zusammenfassen, kodieren, schneiden und dann hochladen. Damit ihr das alles möglichst schnell habt, die Information, das ist mir wichtig. Wenn ihr übrigens das gut findet, dass ich mich da so reinhänge zeitlich, dann gebt bitte den Daumen hoch, das ist gut für mich. Und schreibt es gerne auch in die Kommentare, wenn ihr das unterstützt und gut findet. Und schreibt vor allen Dingen in die Kommentare, was ihr von diesem neuen Klimabedienteil so auf den ersten Blick haltet. Bin ich mal wirklich gespannt, was ihr sagt. Also bei mir noch, naja, schlagen noch zwei Herzen in der Brust. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Bin aber gespannt, das in live dann quasi zu erleben. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt und ihr braucht Tesla-Zubehör, dann gerne über telectric.de mit dem Rabattcode BIGO10 bekommt ihr 10% Rabatt. Die Jungs sitzen in Wüstenrot, also Süddeutschland, und verschicken von da wirklich schnell, sehr kulant, ist ein toller Shop. Also freue ich mich, ich bekomme einen kleinen Anteil und ihr könnt weitere 10% auf die eh schon guten Preise sparen. Ich nutze auch deren Zubehör, seht ihr ja hier, diese Mitteleinlegekonsole, die sowieso Pflicht ist, meiner Meinung nach. Ich habe da noch einen Becherhalter, der auch ganz praktisch ist. Ja, also insofern kann man das machen. Die Kofferraummatte, die ich habe aus Gummi, die ist wirklich Weltklasse. Also sonst habe ich, wie ihr seht, vielleicht keine Gummifußmatten in meinem Auto drinnen. Aber im Kofferraum, die ist unfassbar gut. Und auch im Frunk vorne, die ist auch hervorragend zu nutzen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Ihr könnt mir gerne einen Super Thank da lassen. Hat letztens einer gemacht. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür für den Super Thank. Ihr könnt gerne Kanalmitglieder werden. Das wäre natürlich ein Highlight, wenn wir mal ein paar Kanalmitglieder mehr noch würden. Im Moment sind wir zu dritt. Grüße gehen raus an meine drei Kanalmitglieder. Ihr wisst genau, was gemeint ist. Ich finde es Weltklasse, dass ihr mich auf dem Weg unterstützt finanziell als Kanalmitglied. Das finde ich hervorragend. Vielen Dank dafür. Und das soll es dann eigentlich schon gewesen sein, Freunde. Wenn es euch Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, lasst die Tasten glühen. Abonniert meinen Kanal, läutet die Glocke, würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Genießt das Leben, Freunde. Macht es gut, euer BIGO Electrify. Ciao, ciao und Servus.